Eine ganz besondere Trophäe für Schauspielerin und Werbeikone Iris Berben. In Düsseldorf erhielt sie die Auszeichnung als Personality Superbrand 2012. Mit dem Preis wurde neben ihrer Arbeit vor der Kamera auch ihr soziales Engagement gewürdigt. Genau damit schaffte sie es, aus sich eine herausragende Marke in der deutschen Medienlandschaft zu machen. Ich weiß ja, was es bedeutet, dass eine Marke etabliert wird. Also das ist natürlich dann ganz schön, wenn man plötzlich irgendwie auch als Marke dazugehört. Als jemand, der mit und für etwas identifiziert wird. Die Superbrands werden seit 1995 in über 85 Ländern vergeben. Das internationale Markensiegel soll Verbrauchern eine Orientierung im Markendschungel bieten. In einer repräsentativen Online-Befragung werden zunächst die favorisierten deutschen Marken ermittelt. Im Anschluss bewertet eine Jury von Experten aus Wirtschaft, Medien und Marketing die Superbrands anhand international einheitlicher Gesichtspunkte. Eine Marke hat ganz bestimmte Kriterien. Das erste Mal Bekanntheitsgrad, wie sympathisch ist eine Marke, aber letztendlich wie stark nachgefragt ist sie. Und das alles sind diese drei Kriterien, die eine Marke ausmachen. Und eine Superbrand muss einfach nur ein Stückchen besser sein. Neben Berben wurden auch eine Vielzahl weiterer deutscher Marken ausgezeichnet, die sich durch eine hohe Akzeptanz, Kundenbindung und Nachhaltigkeit von der Konkurrenz abheben. Unter den Preisträgern so namhafte Firmen wie die Deutsche Post, Lego oder Hapag-Lloyd Kreuzfahrten. Ich glaube, wir als Traditionsunternehmen Hapag-Lloyd Kreuzfahrten haben sicherlich eine tolle Marke, aber ganz entscheidend dahinter sind natürlich die Produkte. Und insofern sehe ich das als Auszeichnung für alle Mitarbeiter des Unternehmens und sowohl an Bord als auch an Land. Ein großer Erfolg also für die Preisträger, vor allem aber auch für Iris Berben. Neben Bambi, Goldener Kamera und Bundesverdienstkreuz reiht sich nun kurz vor dem Jahreswechsel eine weitere Trophäe mit in die Riege der Auszeichnungen ein.